User left your channel. Channel switched. Ja. Ah, gut, berührt mich. Ja, okay, war kurz leise, ich dachte. Aber passt, jetzt höre ich dich gut. Ich hatte eine Taskforce-Fehler-Meldung, seltsamerweise. Okay. Nee, du bist gut zu hören, alles gut. Wunderbar, danke. Bitte? Ja. Du gehst zum Dock und ja. Ich und alle anderen folgen mir bitte. Ich bin gleich wieder da. Gut. User left your channel. User joined your channel. Hi Stefan. Hi. Hallo. Gut, Platz nehmen. Setzt euch schon mal hin, meine Boys. Hey Samsung, Sie sehen heute sehr gut aus. Einmal. Samsung sieht immer gut aus. Das sagst du nur, weil er da Maske auf hat und man sein Gesicht nicht sieht. Samsung, guck mich mal wieder kurz an. Danke. So, was ist? Nein, das sieht ziemlich komisch aus bei dir, deine Maske. Alles gut. Du wirst es später sehen. Auf Helmkamera-Fotos. Gut, alle da? Ist Stefan hier? Nein. Ja. Alle da. Einmal auslocken und einlocken und dann geht's wieder. Machst du am besten mal anders? Nee, doch nicht. Ja. Einen Moment, Samsung. Wir folgen Sie mir jetzt, Monsieur. Hat jeder Ausrüstung gecheckt? Hat alle, jeder das, was er braucht? Ja. Ja. Geht davon aus? User joined the channel. Du musst davon ausgehen, du musst deine Ausrüstung selbst überprüfen. Also ich habe keinen Minendetekt als Spreng. Ja, habe ich auch. Aber ein Entschärfungskit. Dann musst du deine Augen benutzen. Ja. Du sollst die Minen ja auch nicht finden, du sollst sie nur entschärfen. Das habe ich schon fast gedacht. Ne, dann passt das. Kannst du dich sonst vom Phoenix beraten lassen, der weiß, wie das geht? Ah, komm, hör auf. Nicht schon wieder Minen. Ich mag sie nicht. The Snow?
Können Sie mal bitte kurz mitkommen? Kann sogar finden und entschärfen in einem Arbeitsgang. So, danach ist nicht mehr viel übrig. Ja, nimm Platz, wenn du schon da bist. Oh, what the fuck? Fluchen hilft da auch nicht. Ich habe übelste Kopfschmerzen. Was? Negativ. Überhaupt nicht. Das war Aspirin. War nicht. Ja. Kolben gegen Kopf. Willst du das machen? Ja. Geht mich freiwillig? Ja. Mann, nimm wieder Platz, ey. Wir bitten noch ein bisschen um Geduld. Unsere Gottheit ist ein wenig erzürnt und wir müssen ihm noch ein kleines Opfer darlegen. User left your channel. Opfer Martin. Opfer Martin. Schön, dass wir uns einig sind. Nein, den brauche ich noch. Der ist mein. Der ist dann was? Führungspersönlichkeit. Das kriegen wir auch so hin. Wer ist Second? Niklas, kann der übernehmen. Ja, stimmt, der hat die große Funke. Ach, Martin braucht man nicht. Martin ist eh unnötig. Hm. Ansonsten hat jeder sein Höhenmesser. Mal gucken, sicherheitshalber. Ja. Ja. Du kannst ihn, wenn du sitzt, nicht benutzen. Ach. Im Sitzen auf Uhr gucken geht nicht. Ist komisch. Phoenix, das ist Medic sein nach deinem Traum. Kein Epi. Hulk. Oh ja, Info, ich habe ein Nähset dabei. Okay. Ich glaube, alle haben eins. Jo, alle haben eins. That's interesting. Channel switched. Oh man. Channel switched. Sogar Unterschallmunition dabei, wenn man richtig schnell hier unterwegs wird. Geht? Okay. Wenn noch leiser sein wollen, müssen wir mit Kieselsteinen werfen. Die sind lauter als Unterschallmunition. Kann auch sein. So, liebe Freunde, die Gottheit ist wieder gemildert. Wollte Martin nicht haben als Opfer. Kann ich ihm auch nicht haben. Ja. Zu sehr auf dem Magen. Gut, alle da? Ja, wir sollten alle da sein. Gut, dann herzlich willkommen zum Briefing. Folgende Lage: Der Sohn des deutschen Botschafters in Russland, Johannes von Fritsch, das wäre diese Person hier oben links auf der Tafel, merken Sie sich ihn nachher noch ein, wurde von
einer Splittergruppe der Slawischen Union entführt. Die deutsche Bundesregierung hat Verhandlungen mit den Geiselnehmern aufgenommen, aber die Verhandlungen drohen zu scheitern. Deshalb hat die Bundeskanzlerin der Verteidigungsministerin einen Einsatzbefehl erteilt. Somit ist das KSK, sprich wir haben einen Einsatzbefehl erhalten. Unser Auftrag ist es, die Geisel Johannes von Fritsch zu befreien und zurück nach Deutschland zu evakuieren. Außerdem der Anführer oder ein ranghohes Mitglied dieser Splittergruppe, dieser Dude hier unten links in seinem wunderschönen Arztkittel. Name ist Dimitri irgendwas, russischer Name, kann es gerade nicht lesen, weil ich meine Brille nicht dabei habe. Wenn wir die Möglichkeit erhalten, ihn lebendig festzunehmen, dann tun wir das. Dies ist aber nur eine Sekundäraufgabe. Von dem her, oberste Priorität hat die Geisel, damit die unbeschadet zurückgeführt werden kann. Zur Feindlage und allgemeinem Verhalten wird euch Martin gleich noch was sagen und anschließend gebe ich noch weitere Informationen. Jawohl, vielen Dank, Sasso. Also, erstmal, hallo auch von meiner Seite aus. Wir haben heute ein folgendes Problem. Wir wissen nicht, wie die Feindlage vor Ort hundertprozentig ist. Die Informationen sind dahingegen leider sehr schwammig. Deswegen rechnen wir theoretisch mit überall mit Feind und wir werden versuchen, heute von dem Feind gedeckt zu bleiben. Bedeutet, wir werden versuchen, nicht entdeckt zu werden, versuchen das Ganze so sneaky wie möglich absolvieren. Und die Geisel zu befreien. Dabei ist es also auch von jener Seite darauf zu achten, sich ruhig zu verhalten, die Augen links und rechts zu halten, die Sicherungsrichtung ordentlich zu wahren, damit wir wirklich nicht in irgendeine Fallsituation reinlaufen. Und außerdem ist es wichtig, dass wir heute von Zivilisten nicht gesehen werden, da wir nicht wissen, wie die Zivilisten in dem Fall zu uns stehen und die Gefahr besteht, dass unsere Position verraten wird. Deswegen also nach dem quasi, da wird Samsung gleich sicher noch was zu sagen, nach dem Absprung und der Landung werden wir dann uns sammeln und wie gesagt hauptsächlich ruhig verhalten und als optionales Ziel dann noch den Dimitri Bakarev verhaften oder in Gewahrsam nehmen. Passt also auf euch auf, regt keine Aufmerksamkeit und vor allen Dingen duckt euch rechtzeitig ab, wenn ihr einen Feindtrupp seht und ganz wichtig, sagt Feindtruppen richtig an, damit wir entsprechend handeln können und uns bewegen können. Ansonsten gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich denke, zum wie es jetzt weitergeht, das sagt Samsung jetzt noch was. Genau. Hat jeder eine Karte? Microphone activated. Genau, jetzt sage ich noch was. Hat jeder eine Karte? Ja. Ja. Gut, ja. Dann prägt euch somit folgende Koordinaten ein. Das wäre 899-049 NumPad 1. Dies ist der Treffpunkt nach dem Absprung. Die Landezone seht ihr schon definiert auf eurer Einsatzkarte. Ist ein großes Gebiet, wo wir abspringen werden, deshalb definiere ich einen Treffpunkt. Ich bitte euch, wenn ihr angelandet seid, eine IR-Granate an euch zu befestigen. Dies ist somit für uns alle ein Erkennungssymbol, dass das eigene Einheiten sind, damit wir kein Friendly Fire begehen und damit wir alle gesund nach Hause kommen. Die Koordinate nochmal wiederholen, bitte. Wollte ich auch gerade fragen. Moment. 899-049. Wolltest du schon nicht alles sagen? 049 gibt's auf meiner Karte nicht. Fängt bei 00 an und hört bei 02 auf. Du noch näher rangehen, in die Karte gucken. Oh, what the fuck. Okay. 049899. 899 ist nicht. Ja, 899 gibt's links. Also Y-Koordinate gibt's 899. Dann hat Samsung verdreht. Jo. 049899 NumPad 1. So ein kleines Waldstück sollte das sein. In der Nähe einer Verbindungsstraße. Hat das jeder? Ich zeig's auf Karte.
Mhm. Ja, positiv. Ja. Jawohl. Gut, dann zur Funkfrequenzen. Dies gleich merken. Gruppe 1 unter meiner Leitung. Interne Funkfrequenz 110. Gruppe 2 unter Leitung von Martin. Frequenz 120. Für Stellvertreter zusätzlich noch 100 ist Verbindung. Kurz Moment. Gut, auf die 130 noch, das ist die Verbindung zum Kontaktmann für die Stellvertreter, falls etwas ist. Diese Frequenzen werden eingehalten und ja, nicht gewechselt. Unser geliebter Oberst Stefan, welche Frequenz gehört Ihnen? Meine Frequenz ist hier noch zu erreichen unter der 100. Und sobald ihr dann über die russische Grenze seid, über die 50, über die NATO-Streitkräfte. Gut, dies im Hinterkopf behalten, sollten wir aber eigentlich... Er hat geflüstert. Gut, er hat geflüstert. Im Einsatzgebiet auf Kanal 50, dies nicht unbedingt programmieren in Ihrem Funkgerät, dies einfach im Hinterkopf behalten, falls Ausfälle stattfinden, damit Sie eine Evakuierung durchführen können und trotzdem Verbindung zum Oberst Stefan haben. Gut, gibt es irgendwelche Fragen? Keine? Gut, dann wird sich jetzt meine Gruppe hinter Ihnen beim Eagle treffen. Martins Gruppe. Meine Gruppe bleibt erstmal hier, wir gehen gleich gemeinsam weg, wir besprechen uns ganz kurz hier, verteilen ganz kurz die Rollen und wir schließen dann gleich zu euch auf, Samson. Gut. Samson, nochmal kurz mit Martin. Jo. Ja. Wollt ihr den Jungs eventuell dann nochmal Bescheid sagen wegen dem Sanitäts? Ach so, wegen Nähen oder was meinst du jetzt? Ja, zum Beispiel, weil sich schon Leute gewundert haben, dass sie ein Nähset dabei haben. Ja, yeah, das sage ich gleich noch was. Okay. Nähen kann jeder. Nähen ja. Kann jeder, jawohl. Das sind Special Forces, Mann. Kleine Wunden sind unser Gebiet. Sagst du es in deiner Gruppe nochmal, ich sag's jo, bei mir einfach sonst. So, meine Gruppe zu mir kommen. Snow, du bist nicht bei mir, verpiss dich. Ich nur noch kurz mal die Typen angeguckt, die Fotos. So, Elite Gruppe 1. Oh, fehlt noch, der kommt gerade angesprintet. Was? Vollzählig. Auch nochmal die interne Funkfrequenz. 110. Vielen Dank. Ich muss auch noch kurz programmieren. Moment. Oh, endlich keine Kopfschmerzen. Oh, genial. Gut. Kurz zur Nummerierung. Da wir kein schweres MG haben, glaube ich. Ja. Spielt es keine Rolle. Gut, dann ich bin die 0. Plato ist die 1. Wecker ist die 2. Snow ist die 3. Eagle ist die 4. Phoenix die 5. Hulk die 6. Hulk ist mein Stellvertreter. Hulk auch auf der 130 drauf. Ich hab's jetzt nicht verstanden, aber ich gehe davon aus. Ja, natürlich. Gut. 130 ist gruppenübergreifend, oder wie? 130 ist Verbindung zum sag's mir, zum Kontaktmann. Das muss euch nicht betreffen. Okay. Gut, gut. Wo trennst du die Gruppe? Gruppe trenne ich nach der 3, also sprich... Ja. Gut, was noch folgendes ist, wegen den Fallschirmen wisst ihr Bescheid. Dann anders wird so ablaufen. Fallschirme inwiefern? Bescheid? Was? Fallschirme inwiefern wissen wir Bescheid? Sind vor dem Flugzeug, die müsst ihr nachher ja. Noch aufheben. Weißt du, wie das geht? Ja, ja. Gut, also, was wollte ich jetzt sagen, Mann?
Ah, im Flugzeug ist folgendes. Sobald das rote Licht angeht, müsst ihr euch bereit machen für den Absprung, sprich Ausrüstung überprüfen, ob die Gurte alle sitzen, euren Vordermann prüfen und euren Rückmann prüfen, ob alles sitzt und passt. Und sobald grünes Licht angeht, werden wir rausspringen. Formationssprung? Da es wahrscheinlich nicht jeder hier hat, glaube Hulk und Snow nicht, vermute ich. Wir können es versuchen. Wir springen bei 3000 Meter über Null ab und ich werde als erstes rausspringen. Und für die spezialisierte Freifallerausbildung noch nicht gemacht haben, wir werden versuchen hintereinander ins Zielgebiet zu landen, sprich ich bin der Tiefste und nachher müsst ihr euch einfach eingliedern, dass wir so gesehen eine Linie bilden. Ist nicht schwer, sollte man eigentlich schaffen, das erste Mal. Gut, dann erwähne ich es nochmal, sobald ihr angelandet seid, IR-Granate montieren, dafür müsst ihr auch eure Nachtsicht dann noch aktivieren, damit ihr die IR-Granate seht, ansonsten seht ihr gar nichts. Das ist eine Sicherheit für uns, dass wir nicht unsere eigenen Leute beschießen. Und ich erwähne nochmal die Koordinate. Scheiße, ist zu dunkel gerade, Moment. 049899 am Bett 1. Genau, vielen Dank. Gut, gibt es irgendwelche Fragen? Wann öffnen wir den Schirm? Genau das. Schirm öffnen wir bei 1200 Metern. Noch eine Frage, sollen wir die IR-Granate oder das Stroboskop? Nimm die IR-Granate. Bei der weiß ich zu 100%, dass sie funktioniert. Ober eigentlich auch. Ja, möglich, aber wir nehmen die IR-Granate. Gut. Scheint ich gar nicht zu haben. Ne, ich habe keine IR-Granate. Was hast du denn? Ich habe das IR-Stroboskop. Ja, ich habe auch einen Strob, glaube ich. Und ganz viele Leuchtstäbe. Mir ist im Rucksack. Und eine normale Granate. Im Rucksack? Ja, da sind keine drin. Also da ist nur das IR-Strob. Ah, die Strob geht drin. Auch. Die macht das gleiche, glaube ich. Gut, dann nimmt das Strobo. Das wird schon gehen. Ich habe zwei Stroboskope. Gut, dann ist sicher jedem aufgefallen, dass ihr vermutlich ein Operationsset dabei habt. Ja oder nein? Ja. Gut, das liegt daran, dass wir Spezialkräfte sind und somit auch eine höhere Sanitätsausbildung genossen haben. Sprich, wir haben die Möglichkeit, größere offene Wunden zu schließen. Deshalb, ja. Der Sanitäter, wer ist Sanitäter? Ich, Phoenix. Gut, Phoenix, der macht einfach noch die Morphiumspritze rein. Halt schon, springt der Sniper Medic, yeah! Also Einteilung musst du immer noch zu Phoenix. Ja, übrigens Samsung, für dich zur Info, ich habe 7 Einteilungskits dabei. Sollte passen. Passt auf bei der Landung, nicht zu schnell. Sonst habt ihr gebrochene Beine. Und wir tragen euch nicht durchs Einsatzgebiet. Und insgesamt 2 Liter Blut, das heißt, wenn ihr ein Tourniquet dran machen wollt, um euer Blut drin zu behalten, wäre das von Vorteil. So viel kann ich nicht ersetzen. Gut, also, unsere Gruppe springt zuerst raus, 1200 Meter, Fallschirm ziehen, Landezone erreichen, IR-Stroboskop aktivieren, Treffpunkt erreichen. Funkfrequenz. Bin wir im Stehen raus? Jawohl. Was? Ob wir im Stehen rausspringen? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Funkfrequenz 130, mit Martin mache ich noch eine Funkfrequenz auf der 60. Deshalb... Ja. Intern 110 hat es angesagt, 130 nur für die Geisel, sagt man. Oh jo, stimmt, ein Fehler im Funkgerät. 60 sagst du, ne? Dann gehe ich damit drauf, damit ich höre, falls deren Sani was passiert oder so. Z
Ziel heute ist, dass wir möglichst Feindkontakt vermeiden. Sprich, keine offenen Silhouetten bilden, nicht unnötiges Licht anschalten. Ihr solltet wissen, wie das geht. Noch irgendwelche Fragen? Gut, dann nochmal Ausrüstung checken. Wenn Fehler sind, Hulk da vorne melden. Er leitet es mir weiter. Ich treffe mich kurz mit Martin. Ich habe übrigens einen Nachtsichtaufsatz für das große Visier. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr auch eins habt. Wisst ihr, ja, wie man das benutzt? Uhrenvergleich 22:25 aktuell. Positiv. Und gehen jetzt langsam los. Wir gehen zum Flugzeug und ab geht's. Gut, noch zuhören. Zuhören alle. Also diejenigen Leute, die eine spezielle Fallschirmausbildung genossen haben, versucht nach Möglichkeit, dies auch anzuwenden, wenn es euch möglich ist. Unsere Gruppe wird das versuchen. Dazu noch, wir werden auf 3000 Meter abspringen, Fallschirm ziehen auf 1200 Meter und in die Landezone gleiten. Gut, so, dann machen wir, was der Chef sagt, ab 1200 Meter ungefähr, plus minus ein bisschen habt ihr auch, dass es passt. Richtet euch entsprechend aus. Wir versuchen es, aber da nicht viele sind, Samsung erwartet bedeutet nicht so viel. Jo, alles klar. Dass ich da so alle ankommen heute. Wir sitzen ja über die Tür ab, Samsung, oder? Ich weiß nicht, Stefan, welches Flugzeug? Rauslaufen oder absitzen über Türe? Es sollte das Laufen funktionieren über die Rampe, aber ich würde es nicht ausprobieren. Nicht? Das ist ein bisschen buggy. Also ihr könnt es, wenn ihr wollt, könnt ihr es. Aber es kann halt durchaus sein, dass ihr schon vorher rauspackt. Warte, wir sind eine Gruppe von 6 Samsung, oder? 7. Das ja, sind sowieso zu viele. Das Problem ist sowieso, also wenn wir es über die Türe machen, dann brauchen wir fast eine halbe Minute, bis der letzte draußen ist. Ja, wir machen es so, dass es mal so ist. Ich würde es trotzdem über die Tür machen, Rampe. Ich bin mir da unsicher, dass das. Ich habe das 3-4 Mal, ob das 100%. Ah. Ich habe schlechte Erfahrung mitgemacht, sagen wir es so. Gut, also meine Gruppe wird zuerst springen mit Nummern ansagen. Ich werde als erstes rausspringen. Dann bis zu 6, dann ihr. Jawohl, ich springe als letztes ab, dann kann ich aber sagen, dass alle raus sind. Genau, und für dich noch, Martin, Funkkontakt untereinander geben wir auf die 60. Wir gehen auf die 60? Jo. Okay. Dann lass ich ihn raus. Brauchst du das mal nicht. Sollte ich nicht antworten, wirst du hingehen. Wichtig ist, dass du auf der 100 bleibst, falls dort was gefunkt wird, dass du da schon mal reagieren kannst. Ja, nee, ich bin auf der 100 als Additional Channel. Genau, und gut, perfekt. Ich habe auf Channel 3 den nur das Frequenz merken, weißt du. Perfekt. Gut. Dann machen wir das so. Perfekt, alles klar. Gibt's noch was, Stefan? Nö. Gut, meine dann nicht. Würden wir. Funkcheck. Ja, Funkcheck, Sam, ist mit IDs, Minen etc. zu rechnen gekommen? Freue mich mit der Zeit. Negativ. Okay, ist die Pistole nice. Gut, dann begeben wir uns Richtung Flugzeug. Fallschirme fassen, Rucksack tauschen und einsteigen. Wir werden über die Türe abspringen, sprich, ich springe raus, ich sage 0 raus, dann 1 raus, 2 raus und das müsst ihr aber im schnellen Tempo machen. Hat das jeder verstanden? Check. Jawohl. Jawohl. Können wir nicht versuchen, wie in der Ausbildung anscheinend gleichzeitig zu springen? Ja, wir müssen es anscheinend über die Türe machen. Okay. Ich wäre auch lieber rausgelassen. Hier war die 5, richtig? Ja. Okay. Müsste ich ein langes Funkgerät haben, oder? Ist das so ein langes Funkgerät und ich nicht? So, Rucksack auf den Bauch schnallen. Naja, Lautstärke ist sehr gut, ich kann sie klar und deutlich verstehen, komm. Niklas, herzlich Glückwunsch, du bist gerade mein Funker zur OBZ geworden. Ich muss mein Funkgerät absetzen. Du bist jetzt der Großen, weil ich hab keins. Du musst Samsung übernehmen. Schaden. Ja. Danke, danke. Ja. 50 scheint bei euch nicht zu funktionieren. Ich versuche euch anzufunken. Ist das Gruppe 1 kommen? Ja, ich habe so viele Funkfrequenzen eingestellt. Ich bin gerade nicht auf der 50. Gut, okay, dann weiß ich Bescheid. Ist es was Dringendes?
Nein, ich wollte nur einen Funkcheck machen, alles gut. Was ist denn los? Lead für Gruppe 1 kommen. Ah, ich habe ja noch eine große. Nein, ich habe keine große. Ja, ich. Nee, du hast nur einen kleinen Backpack. Ich habe eine große. Dann heißt, geh du dann noch auf die 50. Bis zur Landung. Bist du? Gut. Verstanden, komm. Gut, dann beginnen wir mit Boarding. Mein Team, ein nach der anderen zu mir kommen. Ich bestätige, dass ihr einsteigen dürft. Ich kontrolliere, ob die Ausrüstung passt. Ja, einsteigen. Ach, ein Sitz. Nächster. Mein Team kann sich schon mal Wecker, einsteigen. Drei sitzt. Wo ist die 3? Snow, du darfst einsteigen. Jawohl, 3 sitzt. Ja, nicht Todestrakt. Bartipus. Eagle passt. Woll. 4 sitzt. Phoenix passt auch. 5 sitzt. Und Hulk. Damit Hector durch. Ich sitz auch auf. Dex sitzt. So, Green Ghost, Ohrenstöpsel drin. Ohrenstöpsel. Oh nein. Sind sitzt vorne. Nein, ich will nicht. Ohrenstöpsel drin als Grube? Jungs, alles drin? Ja. Ja, rein. Hier sitzt. Ohrenstöpsel nehme ich an auch. Ohrenstöpsel drin. Gleich rein. Niklas? Selbstverständlich. Rein mit dir. Hat einer seinen Rucksack schon? So, also Samsung, wir werden nicht im Stehen rausspringen, richtig? Ja, so wie wir sind. Nicht. Alles klar. Okay. Sprich, ich mach so ganz schnell 0 raus, dann 1 raus, 2 raus, 3 raus, 4 raus, 5 raus, 6 raus. Also Hulk macht als letztes einfach, Hector ist raus. Jawohl, Hector ist raus. Damit im Funk oder der Stimme? Macht's Funk. Im Funk. Ihr werdet kein Wort hören, wenn das Ding hier in der Luft ist. Ich mach Hector nicht drum. Jetzt probier. Guck mal, dass wir alle aus der gleichen Seite rausspringen. Und nicht einer links, einer rechts. Negativ. Andere Seite? Wie oft das überhaupt rauskommt. Das beeinflussen wir. Vladimir, was habt ihr intern? Ja, andere Seite. 120 Hulk. Vielen Dank. Ich werde dort dann durchgeben, okay, dass ich raus bin als letzter Mann. Okay. Euch ja nicht überfordern. Samsung Vladimir sitzt. Gut, dann let's go, Pilot. Oh nein, die Blocken sitzen ja hier hinten. Gruber, Plato, was macht ihr hier? Wieso sitze ich vorne? So Leute, jetzt lasst ihr bitte alle die Hände von der Heckklappe. Das macht der Pilot gleich, da kümmert sich drum. Ich wurde darum eben gebeten, dass die Heckklappe nicht mehr benutzt wird, sondern es alles anders gehört. Also bitte Finger von allen Knöpfen lassen. Martin, du musst nach hinten kommen. Geht nicht. Du bist so eine Pfeife. Muss er halt erstmal wieder raus und dann wieder einsteigen eigentlich. Probier's. In den Rotor gelaufen. Zack. Mit einem Fleischsalat. Martin. Na, was denn? Ich hoffe, ich kann nicht, Samsung, ich hoffe, es klappt. Ja, wir schaffen die Mission auch ohne dich. Danke. Ja, Sam, ich kann übernehmen. Zu dir, wo kann man dich hinsetzen? Wenn nicht, muss der Pilot eben landen im Einsatzgebiet. Immer das mit, wir gehen leise vor. Nur bei da. Stefan? Nee, hey, wir stehen auf dem Boden. Guck auf dein GPS, dann siehst du, wo wir sind. Bewegst du
Nein! What the fuck? Was nein? Alles gut. Oh, jetzt bewegen wir uns, Martin. Jetzt geht's los.
bereit machen. User left your channel. User joined your channel. Raus. Eins raus. Zwei raus. Drei raus. Vier raus. Schon raus. Sam, keine Optik zu dir. Ich hab falsch schon gezogen. Ja, soll ich mir hinter dir? Ich sehe auch welche. Wofür kommen? Zwei für Hector, komm mein Wecker, hier. Hört mich jemand? Ja. Ja, Falke. Seid ihr schon im Treffpunkt? Geduld. Ich gleite dorthin.
Koordinaten 049899 richtig? Positiv, Numpad 1. Okay, ist verstanden. Vier Sonden. Drei Sonden, Landung und Spot. Sechster Schuss. Alk, hast du Granate montiert? Noch nicht. Ja, solltest du. Ah, ich bin gerade erst gelandet. So, ist dran. Hier, der Baumschuppen und so, der Treffpunkt. So. Falsch. Ne, wir sind genau auf Point. Ist mir auch. Oh. Ist gerade an uns vorbeigelaufen? Ja. Warum habt ihr keine Granate? Ich war 3 Meter neben uns. Hab ich? Ich hab sie an. Die Strobe soll ich an hatte. Ja, guck da, mein Rücken. Leuchte ich nicht? Die Strobe ist dunkler als die Granate. Ja, doch, aber. Die Granate scheint heller zu sein, sagt Plateau. Aber wenn ihr alle Granaten habt, ihr seid dunkler als Plateau. Also ich hab Strobo an. Ja. So. Warte, dann mach ich was anderes. Granate ist heller. Ich sehe es Neon nämlich auch, ja, jetzt. Ich denke mal, wir können wieder absetzen bis auf 1-2 Leute. Ja, Martin und seine Leute kommen auch noch. Ich habe schon ein verdächtiges Fahrzeug Richtung Südosten gesichtet. Ich auch gesehen und einer ist weiter hinten auf dem Feld gelandet, viel, viel weiter weg von hier. Phoenix, dann jetzt seid ihr. Ich bin beim falschen Team gelandet, leider. Ich stoße gleich zu euch dann. Gut, einfach anschließend Eagle, deine derzeit hier. 042898, bin auf dem Weg. Ist nicht weit. Ich bin lustigerweise exakt hier gelandet. Ja, ich bin 2 Meter in die Richtung. Und ich bin quasi neben Sam gelandet. Freut er sich, ne? Mhm. Ist von Rundumsicherung? Ich würde sein, oder ist das gar nicht so dunkel? Gar nicht so dunkel. Mikrofon muted. Ja, Willi, wir konnten halt leider nicht so machen, wie wir es gelernt haben. Ich hab's versucht, aber... Das ist eine gute Idee, ne? Ja. Wollen wir machen. Microphone activated. Ich aber auch so. Er redet nicht mehr mit uns, ist okay. Was? Hab nicht zugehört? Ich übernehme Südwesten. Ich übernehme mal gerade die Umsicherung. Ich hab Nordost. Ich hab Westen. Auch sichere mal Richtung Südosten. Nordwesten. Ich mach lieber eine Rundum. Passt schon. Jetzt. Gruppe 2 für Gruppe 1 kommen. Gruppe 2 hört. ETA bis Treffpunkt. Wir haben uns jetzt gesammelt, wir geben uns jetzt los. 5 Minuten sind wir da ungefähr. So verstanden. Darf ich mich beschweren? Anschließend. Was ist? Das war doch simpel und das hat super funktioniert. Kartenzeichnung. Diesmal eventuell, ja. Kartenzeichnung? Also, nicht wir haben auch noch einen Mann von euch, den bringen wir euch mit, Phoenix. Ich sehe nicht.
Wiederholung. Wir haben einen Dude von uns, den bringen sie mit. Okay. Warten wir hier auf die andere Gruppe? Ja. Ich kann noch mal ganz kurz ins Gebüsch. Gruppe 1, wir haben einen Mann von euch und Informationen für euch. Sie sollen 50 Kontakt zu OPZ aufnehmen, Long Range. Hulk. 50 Kontakt aufnehmen. Kannst durchgeben, dass wir sicher angelandet sind. Zeppelin für Hector kommen. Sie haben Funkkontakt mit uns erbeten, kommen. Sind mit Großteil der Gruppe an Treffpunkt angelangt, warten auf restliche Einheiten, rücken dann weiter vor, kommen. Frage. Weißt schon wieder, wie man die Nachtsicht montiert auf die Waffe? Ja, Steuerung N. Steuerung N. Danke. Danke dich bei Phoenix. Wo ist ein Reh? Das ist leider noch gewiss verschwunden. Ich sehe euch, Hulk, komme aus Osten, aus Westen. Eigene aus Westen. Wir sind alle auf dem intern. Ah, ich sehe sie. Oh, du hättest uns was zu essen schießen können. Ja, kommt klar, 260. Igel kommt aus 266. Das ist ja einer von uns. Ja, eigener. Ja, genau. Und dahinter kommt wahrscheinlich sogar Zoo dann. Ja. Hallo. Wird dann einheitlich auf Strobo wechseln? Ach, egal. Ich hoffe, wir nehmen sie gleich ab. Was, wenn der Feind Nachtsichtgerät hat? Ach, die lassen sich auch Zeit. Gruppe 1 am Sichtkontakt zu Ihnen. Seht ihr sie? Ich
sehe nichts, nein. Negativ. Ist der Richtung Wecker kommen? Ich sehe gar niemanden. Ah ja, also Sicht. Ah doch, sie ist in Richtung 250. Ich sehe sie überhaupt nicht mit, den, mit dem Nachtsichtgerät. Komm. Klingt gar nichts. Gut, Strobo, IR wegschmeißen. Ich treffe mich mit Samsung, Stellung 6 meine. Stellung 6. Wie kriegt man den Strobo wieder runter? Snow? Eigenmenü. Samsung, melden uns bereit. Doch. Ausrüstung, Gegenstand entfernen. Genau. Wie du es angebracht hast. Phoenix meldet sich zurück. Die IR-Granaten anstatt die IR-Strobos genommen haben. Gut. Vollzählig, Martin. Jawohl, vollzählig. Nicht. Verwundete. Negativ, keine Verwundete. Oh ja. Gut. Plateau leuchtet noch. Herr Samsung, für dich zur Info, ich musste schon einen Pack verbrauchen, weil ja, Busch, der sich beim Absprung verletzt hat. Also ich habe noch 6. Okay. Jetzt habe ich einen dran gemacht. Gut, Martin. Jawohl. 2, glaube ich. Wir verschieben straight Richtung Treffpunkt. Ja. Bei dieser Straße wird meine Gruppe sichern, ihr überspringt. Danach werden wir sichern, wir überspringen. Und wir werden circa hier anhalten, das Gelände überprüfen, ob irgendwas noch da ist. Wenn nicht, gehen wir zum Treffpunkt 360 Grad Sicherung. Jawohl, wahrscheinlich. Gut. Ihr lauft so vor, ich sag meinen Leuten Bescheid und sind direkt abmarschbereit. Jo. Meine Jungs, Leute, bereit machen zum Abmarsch. Wir laufen Richtung 145 Grad. Schützenreihe bilden. Let's go. Wir übernehmen bei der anderen Straße dann beim Treffpunkt, nachdem wir später haben, erwarten wir dann. Eins geht. Wollen wir Samsung? Ja. Ah, nee, never mind. Vier geht. Ich geht. Es geht, gut geht. Wo geht? Jetzt ist hier runter, Plato. Mhm. Na gut. Ja, Moment. Marsch, marsch. Marsch, marsch. Marsch, wir kommen gleich an eine Straße. Mein Teil Trupp links sichern, Hulk Teil Trupp rechts sichern. Und sichern. Fahrzeug. Zurück, rück, ausweichen. Zurück. Hinlegen. Ist passiert. Das war knapp. Haben Sie im Sichtkontakt zu euch verloren? Das war gut so. Wir sind auf der Straße. Gut, wieder in Sicherung gehen. Niklas, einfach auf die andere Seite zu laufen. Auf der Rückstellung.
Ich hoffe, ich bin in der richtigen Zeitgruppe. Wir sind auf 051-896 Numpad 4. Welche Nummer hast du? 3. Dann ja. Sie sind 200 Meter von uns entfernt. Ja, ich schon zu euch. Er malt da immer auf der Karte. Links von uns ein eigener, oder? Positiv eigener. Mhm. Ja, die haben sich verlaufen. Ja, das sind aber unsere. Ja, die sind schon die Straße. Microphone muted. Meinst du die Helmkamera? Ich glaube nicht. Microphone activated. Ja, sowas. Zwischen den rüber, direkt straight geradeaus. Samsung, wir laufen durch. Jo. Meine Gruppe auf, direkt in die Schützenreihe übergehen. Okay, auf, Schützenreihe. Wo geht? Eins geht. Wo geht? Drei geht. Wo geht? Wo geht? Jo. Auf. Ich brauche ein bisschen Sprung über die Straße. Sprung über die Straße. Weiß ich nicht genau, ich höre nur was. Jungs. Ja. Halt melden, wenn du durch bist. An Martin. Marsch. Marsch. Oh fuck. Alter, die Bäume. Hast du schon laufen verlernt? Ja, ist halt so. Liegt an dem Gebüsch. Ich hab Probleme mit den Bäumen. Was war das? Sowas. Hat sie die Luft geschleudert, also hochgetragen. Ja, alles klar. Samsung, hast du dir was eingeschmissen oder was? Ja, immer LSD. Das ist schon wieder. Hat mit seiner Diät übertrieben. Ich sehe violette Frösche da drüben. Oh. Die singen Amazing Grace.
Ja, Plateauschützenreihe ist eins, hab ich gehört. Also, nichts. Soll ich durch den Baum durchlaufen, Wecker? Wäre lustig zum Anschauen. Marsch, marsch. Marsch, marsch. Marsch, marsch. 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 Halt. Marsch. Halt. 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 Dein Licht. Ja. Martins Gruppe aufgeschlossen. Ja. Schick mal Martin nach vorne. Kurz vor zu Sam. Ist er? Ja, ich glaube, da vorne ist das Treffpunkt. Scheinwerfer direkt voraus. Hast du ihn angefunkt schon? Negativ. Ich wollte zuerst unsere Gruppen aufteilen. Sprich, meine Gruppe geht hier 30 Meter links in Stellung. Deine Gruppe geht hier drüben bei dem Baum, wo flach liegt, in Stellung. Siehst du es? Genau, ja. Okay. Gut. Jawohl, weiß ich Bescheid. Alles klar. Nimmst du Funkkontakt zum Mann auf? Jo, mach ich. Jawohl, dann gebe ich Bescheid. Sollen wir schon uns bewegen? Ja, kannst deine Gruppe schon mal dahin schicken, du nachher wieder hierher. Jawohl. Hulk zu mir. Okay. Ja. Geht mal da drüben in Stellung, circa 30 Meter von hier und macht eine Sicherungsposition. Gut. Hector, mir folgen, marsch marsch. Marsch marsch. Auf marsch marsch. Marsch marsch. Ja, ist der Dude schon wieder. Igor. Ja, was haben wir? Jo, warte. Okay. Also welchen Ding? 100, ne? Ne, warte, was Kontakt, man? 130. Igor für Hector kommen. Igor für Hector kommen. Du hörst mir funken? Ja, ich höre dich funken. Igor für Vladimir kommen. Igor, will nicht mit uns reden. Gut, wir nähern uns mal langsam. Ja, ich gehe zu meinen Leuten. Kontaktaufnahme scheitert irgendwie. Ich werde mich den Treffpunkt jetzt alleine darauf hin zubewegen. Auch dass du Bescheid weißt. Viel Erfolg, Rambo. Danke. Ich werde wahrscheinlich die Funkfrequenz wechseln. Gruppe 1, Samsung, wir haben hier keine Sicht. Komm. Ja, Stellung trotzdem mal halten. Ihr solltet auch nicht gesichtet werden. So, verstanden, halten Stellung. Warten auf weitere Infos. Ich werde mich jetzt zum Treffpunkt begeben, falls du mitkommen möchtest. Machst du das die Brücke, wenn was passiert? Ich bin bei Samsung. Ja, ist Niklas. Nein, Niklas, sorry. Hier. Sorry. Ja, komm mal. Was ich aber sprechen kann. Igor, für Hector kommen. Der will nicht. Hat er geantwortet? Nein. Ich hab 5 so viele Funkkanäle, Mann. Ich auch. Und nur eine kleine. Ja, Mann, gibt gar nicht. Das ist eine Frage, gehen wir gerade beide Gruppenführer vor. Positiv.
einfaches Assault. Ich frag ja nur. Wir leuchten halt wie ein Scheinwerfer, ne? Bleib du mal kurz hier. Jawohl. Status. Ma, what the fuck? Wieso leckt das so? Samsung Kontakt, Samsung Status. Sam, Status? Hi, wir Vorgänger bekommen. Dirt. Wir bewegen uns jetzt im Rudel gerade in Richtung des Lichtes. Kein Funkkontakt mehr zu Samsung. Habt ihr noch Funkkontakt? Komm. Negativ. Wir prüfen die Situation vor Ort. Bleibt ihr erstmal da. Frage über Schlangen vorgehen. Wir haben keinen Sichtkontakt zu euch gerade. Ah doch, jetzt sehe ich euch. Ja, positiv. Wir gehen, doch, wir gehen zuerst vor und danach ihr. Wir geben euch gleich durch, wenn ihr kommt. So mit. Mann, ey. Gruppe 2 steht. Ich hasse dich, Stefan. Ich wusste, dass da irgendwas faul ist. Verstanden, wir durchdringen jetzt den Busch. Wir gehen jetzt rein. Gebäude. Am Gebäude. Flanny, wir haben Gebäude. Wir sichern jetzt. Teilgruppe 1, ich bin jedenfalls links rum und wir gehen die andere Richtung. 1-3 links rum. 1-3 links rum. Drei in Gruppen auf, wenn wir es wieder mit Nummer 1. Hans, wolltest du wirklich vorgehen als Medic? Bin ich der Medic? Wir halten Stellung, halten Stellung. Takt vor dem Gebäude, zieh. Ja, lasst Wladimir das erstmal machen, wir sind Reserve. Rechts im Gebäude. Ja, Wladimir, passt auf, wenn ihr euch kreuzt. Kontakt bekämpft. Gebäude ist sicher. Gut. Gebäude sicher. Ja, aber bloß die Hälfte der Kontakte. Richtung. Eine tote Zielperson, tote Gebäude ist gesichert. Circa 20 Meter nur, Sprung auf, mach mal. Sicherung, Sicherung aufbauen vor dem Gebäude, oh. Sicherung. Wir haben Sam. Ja, schön. Erzähl. Ist der hin? Samsung, die Kirche. Ja, aufkratzen. Ist Sicherung halten. Sicherung vorne aufbauen, ja, wir hatten jetzt mal Sicherung. Martin? Ja. Ich, Frage Stemmings Gebäude. Verstanden, dann schaue ich mich um.
Bin sicher, dass was es ist. Kann man das Licht von der Karre ausmachen? Sicherung aufbauen, ne? Und halten. Hi, kannst du zu mir kommen? Ja, ich bin hier. Wir haben hier eine Karte. Kaputt, ne? Mit zwei markanten Zielen, zwei roten Kreuzen mit keiner Bedeutung. Ja, war das Licht aus, Licht ausgeschossen. Okay. Siehst du ihn? Niklas würde schon. Keine Bedeutung? Nee. Ich gehe alleine zum Treffpunkt. Nee, ich bin gerade im Treffpunkt. Nee, nee, vom Treffpunkt. Weil die persönlichen Gespräche in unserem Umfeld einhalten. Ja, wenn du nichts zu tun hast. Ruhe jetzt! Jungs, persönliches Gespräch mal einstellen, danke. Ich will kurz verifizieren, wo das auf der Karte ist. Ich. Okay. Okay. Martin, kurz mal auf die Karte gehen. Ja, bin ich da. Bin ich. Das müsste einmal die Molkerei sein. Mhm. Und zum anderen hier unten irgendwas. Was glaubst du, wo unser Botschafter ist? Ja. Das ist 50-50, wa? Wo würdest du ihn als erstes markieren? Abseits oder würdest du ihn eher in der Stadt? Was machst du gerade noch? Ja, theoretisch in der Stadt. Der Patient ist dicht. Ich befürchte aber... Ja, kein Puls mehr. Da du die höhere Führungskraft bist, darfst du das eh entscheiden. HLW. Für das südwestliche Ziel haben wir einen kürzeren Antrittsweg. Da würde ich erst dieses nehmen. Dann ist das halt in der Stadt, kennst du ja, Obergau. Ja. Definitiv. Mit den Leuten auf jeden Fall, mit so vielen Leuten. Persönlich 25. So, wir befinden uns auf Karte gezeigt, Treffpunkt. Ja, bewegen uns nach Westen, dann straight Süden auf den Markenkomplex an. Einem hier auf diesen Komplex achten. Ja. Da befinden sich die Strukturen. Dieses nehmen, danach 50% wieder zum Treffpunkt sich bewegen und auf das zweite Ziel antreten, sofern dort nichts gefunden. Ja. Das ist wahrscheinlich weiter über Nord, weil ich würde das hier alles meiden halt, das ist alles klar. Ja, das ist also auch allgemein. Konntest du hier irgendwas anderes Stadt hier wird richtig negativ. Hier rechts an. Nur das Sandmaterial. Sandmaterial, perfekt. Und 75%. Sanitäter, zu mir kommen. Da ist Sandmaterial drin. Schau doch, ob du was finden kannst. Nice. Für dich, ob du das mitnehmen kannst noch gleich, wenn wir losmarschieren. Ha, epi. Aber lass mir was über. Ja, das so viel kann ich nicht tragen, wie da drin ist. 3, 2, 1. Ich habe eh schon 35 Kilo. Ja, dann mach dich nicht so viel. Martin, Aufklärungsergebnisse über unseren Feind. Keine Nachtsichtgeräte. Sich von AKs. War Kochsalz. Vorstellen. Ja, aber ich habe schon 35 Kilo. Das weiß ich auch, aber ich will so viel mitnehmen. Martin zu mir. Wo ist er hin? Was kann ich denn wegschmeißen? Hier ist er. Hey, ich nehme noch 2 Liter mit, scheiße. What the fuck, du warst aber ganz schnell weg. Ab in die Hütte. Ach. Ja, gut, also unser Kontaktmann, wie du siehst, der wurde erwischt. Sprich, wir müssen davon ausgehen, dass wir entweder verraten worden sind oder dass die Feindkräfte erhöhte Alarmbereitschaft haben. Bekannt. Wir haben hier die uns zugesicherte Munitionskiste oder sprich Vorratskiste. Heißt, wir werden uns so vollpacken, wie es geht. Meine Gruppe zuerst, anschließend deine Gruppe. Ja, machen wir. Gibt es noch neue Informationen? Ja, mitkommen. 3 Liter. Und zwar haben wir eine Karte. Wir vermuten, dass unser Zielperson Heiko und ich haben jetzt gesagt, wir wollen erst den südwestlichen Teil, also unter dem Treffpunkt, ankreuzen. Wie wollen wir es angehen? Und die Städte wollen wir meiden, weil die Stadt wird super groß mit der Einheit. Noch Bandagen kannst du dir von jedem noch 10 einpacken. Wenn du Bandagen und kochst halt mit der Handjack wird super gau. Deswegen wollen wir erst unterhalb des Treffpunktziel angehen und hoffen, dass dort unser Botschafter ist. Wir haben leider keine Information, wo er sein könnte. Wir setzen unser Spiel, dass er abseits gebracht wurde. Drin ist eine Kiste. Ja, okay. Ich Ja, mal Karte aufmachen, mal Karte auf. Anderen, nicht alle gleichzeitig. Machst du auf? Ja, das muss hier sein. Okay, dann, wir befinden uns ja momentan hier. Genau, das ist genau. Wir befinden uns ja momentan hier, ne? Ja. Giuseppe, du kannst dann auch. Wenn du das ist super, das ist super GAU, hier auch. Das ist das mal, wir hoffen, dass er hier ist, würde ich sagen, weil mit der Einheitenstärke, große Städte, du weißt, nicht gut. Jo. Ich würde mal sagen, dass wir das probieren entsprechend, dass wir erstmal das untere Ziel nehmen und hoffen, dass er dort sein wird. Ja, nee, ich schlage vor, verschieben hier durch, meiden die Straße, genau, hier wieder überschlagenes Vorgehen,
hier, ja, ja. Danach wieder genau, aufsplitten, zwei Gruppen, meine Gruppe rechts, deine Gruppe links. Gruppe auch noch, ich geh da mal rein. Na, ich würde es vielleicht, darf ich ganz kurz was sagen? Ich würde vielleicht sagen, wir gehen folgendermaßen. Wir gehen hier lang, ne? Ja, ich lass mal den Kopf. Ich lass mal hier rein. Und ich würde tatsächlich schauen, dass wir uns erstmal hier platzieren, dass wir vielleicht schon Einsicht haben, weil hier könnten wir Glück haben, dass wir Sicht haben von hier. Nein. Weißt du wie? Ja, ist möglich. Weil wir, ja. Wissen halt nicht, was, wir wissen halt nicht, was dort ist. Also ich würde vielleicht auch so gerne sagen, dass wir uns hier entlang bewegen. Also hier lang. Und dann hier halt machen an der Gruppe. Und dann schauen, dass wir was sehen. Und dann würde ich uns vielleicht nochmal umstrukturieren, wenn wir dort nichts sehen. Jo, kann man machen. Gut. Oder was sagst du? Jo, passt. Okay, du bist Chef. Gut. Gut, dann meine Gruppe zuerst. Aufmunitionieren. Ja. So, meine Jungs. Hulk, unsere Gruppe hier an der Vorratskiste vollpacken mit Munition und diversen anderen Ausrüstungsgegenständen. Wir sind jetzt beim Treffpunkt. Wir werden uns gleich hier entlang bewegen. Gehen dann hier runter und werden hier bei dem Braunkrobe hoffentlich bald Ende erst einmal Stellung beziehen. Okay. Also hier werden wir dann hoffentlich das mit Stellung erstmal aufnehmen und Sichtkontakt haben zu unserem möglichen Zielort. Wir haben leider keinen Kontakt User mehr. In your channel, wir haben eine Karte gefunden, wo Informationen draufstehen und hoffen, setzen auf das Glück, dass unser Botschafter dort ist. Wir wissen leider nicht mehr. Wir sind davon ausgegangen, wir gehen davon aus, wir verraten wurden, deswegen akute Alarmbereitschaft, Konzentration und ansonsten, wenn Samsung gleich fertig ist, nochmal auf. Munitionieren, maximales Gewicht 30 Kilo. Wer drüber ist schon? Okay, dann nimmst du nichts mehr auf. Ich mit meiner Sprengstoff schon drüber. Okay, dann nimmst du nichts mehr auf, dann behältst du es mal so. Du hast auch, wir haben alle dieselbe Waffe, das passt. Dann müssen wir zur Not, wenn es wirklich hart auf hart kommt, was wir nicht hoffen, wir versuchen so leise wie möglich zu sein, Magazine tauschen, aber das soll das nächste Problem sein. Gut, ich habe noch ein Kilo Platz. Dann wirst du gleich, wenn bitte? Samsung fertig ist, next one. Ja. So, ab zur Kiste. Sollen gleich zwei Leute gehen. Wo ist die Kiste? Im Haus, im Gebäude rein, raus. Das nächste Mal, wenn wir an so ein Ding ran, wir bleiben, Phoenix war schon, Plato war schon, sind da durch. Ich habe nur zwei Magazine genommen, Hulk. Wegen Ausfall von Person. Ja, kannst versuchen, aber ich weiß nicht, ob du die Verbindung kriegst. Und meine Anweisung, geh um die Ecke. Nein, da war bloß dieser, ob ich als Medic als Erster wirklich gehen will, deswegen. Das hat sich schon. Disziplin für Hektokon. Ja, es wurde Medic gesagt, aber. Ach so, ja, ach so. Der hat gerade Kopfschmerzen in Hand, also er hört dich eh nicht. Ach so, ne. Ah, okay. Zu ihrer Info, sind an Treffpunkt weiß, angelangt, haben dort toten Kontaktmann gefunden. Ja, ich weiß doch. Wir sind an Treffpunkt angekommen, haben dort tote Kontaktpersonen angetroffen, sowie Karte mit zwei möglichen Zielen. Kommen. Martin? Bloß mal, nee, bloß mal kurz gecheckt. Okay. Ja, Nika? Ich hab bei dem von zwei möglichen Zielen negativ, eventuell ja, bei einem der zwei Ziele. Wir werden hoffen, wir hoffen, dass wir dort, dass unser Mann dort ist, weil das dort wird super GAU mit der Einheitenstärke. Benötigen Sie Koordinaten da ist ein oder Infos Ziel, zu weiteren Vorgehen? Das kannst du aber vergessen, das wird super GAU. Deswegen hoffen wir wirklich, dass er dort ist. Und sonst müssen wir uns echt was einfallen lassen. Wir haben nämlich das Problem. Ich muss schauen, dass ich im richtigen... Ja, passt. Dass wir hier Koordinaten eine große Stadt haben ersten und unser anderes Ziel Punkt sagt, dass wir angeblich hier noch westlich jemanden haben, also hier soll Treffpunkt er sein. Koordinate ist 050. Aber da ist ja das Problem, dass wir von 8, allen 3, Seiten offen sind, von allen Seiten. Verlassen wir die Sicherung. Okay. Jo. Deswegen hoffen wir, dass wir in der Nähe des Treffpunktes das Ziel haben. Okay. Was, hä? Östlich von Treffpunkt Koordinate 076896 markant Molkerei kommen. Ich habe immer noch 7. Okay, Wurschtel, komm mal her und enthalte mich bitte. Dann kann nein, ich Phoenix. Phoenix, das liegt wahrscheinlich daran, weil du immer von den anderen nimmst. Aber wir Samsung sollte keinen Pack dabei haben. Nee, das negativ. Stimmt. Also bei Wurschtel hätte ich es noch verstanden, da habe ich es ja auch so gedacht, aber. Ja, darum. Ich habe immer noch 7 und ich habe schon 2 geändert. Halt. Ja, gehen wir erst auf südwestliche Ziel, oder? Ja. Ja, sowieso. Wir treten zuerst auf südwestliche Ziel an. Wenn dort kein bestätigter Kontakt, dann Richtung Ost kommen. Samsung? Ja. Lebend. Alles durch, geht er wieder in meine Sicht. Nochmal was? Was? Ach, du bist auf Lust, dann. Ja, wohl, so verstanden. Ende. Okay.
Sam, auch. Okay. Die Geisel soll lebend gerettet werden. Sobald erster Feuerüberfall eintrifft, kann es passieren, dass die Geisel instant erschossen wird. Gut, dann heißt das Sneaky, ja. Gut, also. Also, unsere ja, wir müssen davon ausgehen, falls wir in Feuergefechte verwickelt werden, dass die Geiseln immer die Geisel erschießen werden. Deshalb so wenig, also so spät wie möglich Feuergefecht erwidern oder eröffnen. Ja, wir haben Gruppenscharfschützen, das ist ganz gut. Die müssen halt uns helfen. Ich hoffe, dass wir da was sehen mit. Ja. Halt du hast deine Leute gebrieft? Ja, wie wir gehen werden, sind gebrieft. Ja, aber ich darf mir jetzt Munition holen, ich habe nur gewartet, dass wir das Go kriegen. Jo, mach. Okay, Munition aufsammeln. Gut, meine Leute alle da. Gut, Morello geht rein. Jawohl. Eins hier. Ja, Alter. Zwei hier. Alter. Wir haben von einer Karte, die der Kontaktmann dabei hatte, zwei mögliche Ziele. Einmal südwestlich von hier, circa 1 Kilometer. Und dann einmal, ja, leicht Nordosten, circa 2 Kilometer. Wir werden zuerst das südwestliche Ziel angehen. Dazu, wenn ihr seht, mal auf die Karte schauen. Wir sind aktuell hier, Treffpunkt, werden dann hier durchverschieben, hier ein Beobachtungspost halt einlegen, weil das Zielgebiet wäre hier, vielleicht sehen wir was von hier und von dort, vom Beobachtungshalt werden wir dann weiter entscheiden, aber vermutlich dann hier über dieses Waldstück so nah wie möglich rangehen, ohne dass wir bemerkt werden. Gut, alle mitbekommen? Jawohl. Ja. Gut. Das kriegst du nicht wirklich. Ich glaube, das hast du gedacht, ja. Ich gebe diese Entführung weiter. Standby. Sam, Martin? Ja. Kurz mal neue Input von Führung. Da Feinde Funkgeräte besitzen und sich funkig verständigen können, empfiehlt OPZ herangehenweise an beide Ziele gleichzeitig. Was? Gut, wir nehmen die Stadt. Was? Also, sag Bescheid, wenn ich für dich einspringen soll, ne? Nein, das ist nur... Sagen wir mal kurz mit. Und Heik, du vielleicht auch, Steff. Mein Steff, hey, du hältst die Brücke. Komm mal bitte mit. Also, nur, dass ich es richtig verstanden habe. Wir sollen jetzt zwei Ziele gleichzeitig angehen. Ja. Check. Mögliche Orte, wo er ist, mit jeweils, na gut, 7 Leuten, also, ja, 7 Leuten. Ach ja, und ihr wollt ja die Stadt nehmen? Hans ist im Übrigen kein Medic. Ja, wir nehmen die Stadt. Okay, dann werden wir uns per Funk absprechen, dass wir beide alle zeitgleich zuschlagen, dass hoffentlich alles gut geht. Bis 30 Kilo dürfen wir Munition dann aufgehen, ja. Hat sich ja hier unser Plan gerade ziemlich erledigt. Okay, danke. Dann gehen wir in das Unbekannte rein. Nur Mut, Martin. Ja, nee, alles gut. Rückblut. Zeppelin für Hector kommen. Ich bin dran. Wir gehen schon los. So, meine Freunde. Die Gruppen werden getrennt. Gut, ihr habt zugehört. Ja. Gut, wir gehen an die Stadt ran. Martins Gruppe wird diesen Hof nehmen. Wir müssen gleichzeitig einen Angriff starten, so, da wir vermuten, da wir nicht bestätigen können, bei welchem Ort sich die Geist befindet. Und dass die Geiselnehmer vielleicht Funkkontakt untereinander halten, müssen wir somit auch beide Ziele gleichzeitig angehen. Okay. Gruppe geht. Samsung für Vogelgruppe. Hört. Gruppe ist in Bewegung, Ente. Wer sagt es? Eine Kofferwarte. Ah, komm, hier, das ist ein Quad, wenn das. Ja, aber. So, jedes Mal, wenn ich ablege, denke ich, hey, du kannst wieder was für den Medic mitnehmen. Also, mach das. Hulk? Hier ist eine. Auf die Karte. Karte. Also, wir sind hier. Wir müssen hier hin. Scheiße offene Fläche, ich weiß. Die einzig mögliche Route. Ich seh's nicht.
4. Ja, Molkerei, ja, klar, das weiß ich. Wo lang? Jung. Jo, gut. Ja, können gar nichts machen, ist alles offen. Gut, dann. Let's go. Schützenreihe, wo geht? Eins geht. Schützenreihe aufbauen. Reihe aufbauen. Marsch, marsch. Marsch, marsch. Gruppe geht. Phönix, verlierst du jetzt Pack? Phönix, du wurdest dann Sandwich. Phönix, verlierst du das Pack? Es hat nicht den Anschein, nein. Dann schmeiß alle weg bis auf eins. Nee, bin mir noch zu unsicher. Ja, wie du willst. Wo hab ich's nochmal liegen lassen? Good old stories. Ja. Aber weißt du noch, wo wir Zelten waren? Sehr proteinreich. Mikrofon muted. Ja, da hat uns der Missionsbauer ein schönes Ei gelegt. Mal schauen, ob wir das packen. Mikrofon activated. Microphone muted. Ja, ich nehme die Herausforderung an, aber ich glaube, Martins Eier sind gerade ins Bodenlose gefallen. Microphone activated. Ausdauer. Marsch. Nein, halt. Marsch. Halt. 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 Ah, Plato, hast du mein Haus gesehen da rechts? Ein Haus? Ja, mein Haus mit eigenem See. Oh, wow. Ja. Oh,
Haben wir Grenadiere? Nein. Okay, in der Kiste war Unterlauf drin. Aber wir haben durchaus andere durchschlagende Argumente. Ein Gewicht zum Beispiel. Ich kann dir nur 3 Claimers und 3 Slam-Minen anbieten. Ja, das hilft mir nicht viel weiter. Der perfekte Plan für eine Geiselrettung. Mikrofon muted. Unterlauf verballern. Ja, Stefan macht eine interessante Mission und ja, die hab ich auch. Hat uns gezwungen, dass wir uns aufteilen müssen. Mikrofon activated. Alle ready? Bereit? Gut, bereit. Weiter. Marsch, marsch. Marsch, marsch. Marsch, marsch. Marsch, marsch. Frage ist jetzt, wurde die Villa an dem See gebaut oder wurde sie an der Villa gebaut? Wurde beides gleichzeitig gebaut. Ja, wahrscheinlich. Eine Ingenieursmeisterleistung. Schützerei breiter und länger machen. Mikrofon muted. Ja, Stefan, ich wusste aber schon, dass da irgendwas faul ist, wenn da schon kein Funkkontakt kommt. Also, ich war schon vorbereitet, dass ich gleich liege. Mikrofon activated. Oh Gott. Oh, wenn du hier hinfällst, das sieht keiner. Vielleicht treffen wir auch auf Pokémon oder so, wer weiß. Mikrofon muted. Kann es sein, dass der Stream laggt? Also wenn ich im Vorschaubild schaue, laggt es. Könnt ihr mir was dazu sagen? Mikrofon activated. Du, dann erscheint ein Kalashi. Funkcheck. Funkcheck, verstanden, komm. Wunderbar. Seid ihr schon in Stellung? Mit Markenzeichen. Noch nicht, brauchen noch 1-2 Minuten, wir melden uns gleich nochmal, komm. Super. Alles klar. Rechtzeitig weit, Fahrzeug. Zivil oder militärisch? Oder paramilitärisch? Wahrscheinlich zivil. Schon wieder aus dem Sichtfeld. Mikrofon muted. Ja, ich muss unbedingt Arbeitsspeicher austauschen. Ich weiß nicht, User kennt sich jemand aus channel. Mit PC-Komponenten? User joined your ausrüsten? Channel. Fragezeichen. Ausdauer, Mikrofon activated. Halt. 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 Noch 370 Meter bis zum Observation Point. Warum fern lässt?
my job to see things. Microphone muted. Ah, wunderbar. Vielen Dank, Stefan. Dann quatschen wir nachher. Microphone activated. Auf. Auf. Marsch. Auf. Marsch. 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 Zwei befinden sich jetzt unmittelbar vom Ziel, versuchen näher ranzukommen und zu spähen, haben aber auf jeden Fall schon Feindkontakt hier kommen. So verstanden, sind noch auf der Verschiebung. Kommen. So verstanden, Funkkontakt wird auch schlechter, hoffe, dass ich sie gleich noch erreiche. Geben Sie kurz Bescheid, wenn Sie da sind. So verstanden, dann bitte ich Ihren Truppführer, der ein großes Funkgerät dabei hat, auf die 60 zu wechseln, um meinen Truppführer auf der 60 anzufunken kommen. So verstanden, ich gebe es entsprechend weiter. Halt, geh mal auf den großen, auf die 60. Jürgen. Gut, halt. Fahrzeugkontakt raus. Halt. Halt. GAZ? Ja, war GAZ. Nein, UAZ. Hat sich früher genug gesehen. Oh wow. Gut. Weiter. Weiter, weiter. Schmarsch. 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 Halt. 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 Hulk? Ja. Wir haben volle Deckung bis zum Zielobjekt. Keine Einsicht auch zum Aufklären. Ich würde jetzt einfach weitergehen. Gut. Ja, wie war es, Martin? Hat er dich noch nicht angefunkt mit der Großen? Nö. Dann funk ihn mal auf der Großen an, 60. Wladimir für Hector kommen. Wladimir hört, Kopf. Wladimir, Hector, Status kommen. Auf, weiter. Ja, wir sind gerade weiter. Kurz vor unserem Ziel und überspringen gleich die Straße in Marsch. Richtung Ziel kommen. Marsch. Somit bei Vorgehen nochmal durchmelden. Unsere Zielentfernung 640 Meter. Ende. Aufschließen. Ja, ja, ja. Halt Funk, halt schließ auf. Halt, mach Gruppenführer. Die anderen rücken langsam aufs Zielgebiet vor. Und hier rechtzeitig Stellung beziehen. Rechtzeitig Stellung beziehen.
Falk. Weißt du, wie du rangehen willst? Warte mal. Ja. Schwer zu sagen, weil hier Vegetation ist und auf der Karte nicht. Aber das Blöde ist, man sieht das Zielgebäude auch nicht. Es muss genau irgendwo da sein. Ja. Ich würde halt einfach die Büsche als Deckung nehmen und überschlagenes Vorgehen in Teiltrupps. Ja. Meine Empfehlung, wenn du auf C-Tab gehst. Entschuldigung. Ich muss auch herauf. Ey, Jungs, wir haben's geil. C-Tab 075896 Numpad 1. Dort ja. Dieses dreieckige Vegetation, siehst du? Ja. Fahrzeug auf 180. Dank. 90. Bewegt sich von uns weg. Ja. Ich würde dort als Sturmausgangsstellung, weil dann können wir uns von hinten ans Gelände annähern und wahrscheinlich irgendwo der Mauer durchschlüpfen. Ja, du meinst hier, oder? Warte, ich muss kurz wechseln. Ja, genau hier. Weil dann könnte man von da hier ran und ich glaube, hier ist, könnte ein Durchgang sein. Tor oder sowas, bin mir nicht sicher. Ja, möglich. Und hier ist ja auch irgendwas. Sicher. Ja, wir gehen jetzt mal überschlagenes Vorgehen einfach mal hier ran. Und ja, schauen wir mal, was sich entwickelt. Ich bin 80 also. Gut. Gut, zuhören. Wir machen gleich überschlagenes Vorgehen in Teiltrupps. Dazu wird meine Gruppe zuerst springen. Wir machen kleine Sprünge, Maximum a 15 Meter. Dazu meine Teiltrupp hier bereit machen. Mein Teiltrupp neben mir Aufstellung beziehen. Jawohl. Alle bereit? Halt. Alle da? Wir können ja. Sie nicht aufnehmen. Rechts steht. Kommen. Links steht. Gut. Dann wir machen zuerst Sprung linksseitig der Straße. Danach müssen wir die Straße noch überqueren. Aber die Straße macht so eine Schlangenform. Gut, dann Sprung. Stellung. Stellung. Stehen. Sam, ich sehe ein Lagerfeuer. Der UZ kommt wieder zurück. Jo, positiv, sehe Rauch. Ja, positiv, dort UAZ und zwei Schützen mindestens. So verstanden. Können wir nachziehen? Ja, wir. Gut, auf. Sprung. Auf. Sprung. Hallo. Stehen. Ja, der UZ kommt näher. Aber ist noch weit genug weg. Stehen da seit. Auf. Sprung. Hallo. Stehen. Halt, sobald wir in Feuerkämpfe verwickelt sind, musst du das direkt an die andere Gruppe melden. Nochmal wiederholen. Gute. Wenn wir Feuerkämpfe verwickelt sind, musst du das an Martin weiterleiten. Wir befinden uns 400 Meter vom Ziel entfernt, klären gerade die Lage auf. In den Blockhäusern sehe ich mal nichts. Sind wir auf selber Höhe?
kommen sehr nah den Schützen. Ja, würden uns jetzt rechtzeitig der Straße begeben. Gut, folgen uns gleich. Gut, auf. Und Sprung da vorne. Und halt. Ja. Hier, hier, hier. Wir stehen im Gebüsch. Die anderen? Ja. Wir rennen uns rechtzeitig von Sam auf. Sam, du hast die Schützen auf dem Dach erkannt? Nein, noch nicht. Ja, komm hier rüber, komm kurz rüber zu mir. Jo. Dort hinten. Na, nicht da, weiter rechts. Mindestens zwei Schützen. Ah ja, auf dem Vordach. Ja, ich glaube, wir können uns nicht unerkannt annähern, außer wir gehen durch die Infrastruktur dort hinten. Wissen aber auch nicht, wie es hinten dran aussieht. Ja. Deshalb, schlage vor, dass der Marksman diese zwei rausholt. Wir gehen noch ein bisschen nach vorne, circa 50 Meter. Und dann halt Feuerüberfall beginnen. Und dann. Soll ich meinen Trupp nehmen und auf die am Fass konzentrieren? Fern grob 200 Meter. Fass? Welches Fass? Ja, die am UAZ, beim Lagerfeuer. Ah ja, genau, ja. Und nachher halt Sprung ans Zielgebäude ran. Und ja, das so. Schafft man schon selbstständig, denke ich. Ja, gibst du das noch am Martin dann durch? Ja, mache ich. Wir verlagern nach links, nehmen die Leute ins Visier, ich funke mit Martin und gebe dann Meldung an dich. Gut. Mein Teil mir folgen. Hier, jawohl. Stellung 12 bei mir. Schützenrudel bilden. Plato? Richtig steht. Plato? Vladimir-Effekt. Plato? Vladimir hört man. Sorry. Effekt ist nicht auf Ziel. Ja, nur wir gehen noch 200 Meter nach vorne. 50 Meter nach vorne. Anscheinend 190. Hast 2 Minuten gehabt. Also. Gut, mein Teiltrupp. Hulk, seid ihr bereit? Ja, warte noch, die anderen brauchen noch 2 Minuten. Oskar, warten auf dich. 2 Minuten. Ah, fuck, das ist SD-Munition. Okay. Frage, Sam, darf ich Tracer nachladen? Nein. Besser nicht. Sam, wir springen dann im Anschluss an die nordwestliche Seite des Compounds, an die Mauer. Ich denke, bei der Mauer treffen wir uns wieder. Ja, ist verstanden. Versuchen, die südwestliche Ecke zu erreichen. Ja, somit. Nicht über Nachtsicht. Bewaffnung? Russisch AK. Okay. Hektar für Wladimir Kopf. Eine Körperpanzer. Ja, wir sind in einer Minute bereit, komm. Gut, auf meiner Uhr sind es jetzt 23.55 Uhr. Um 23.57 Uhr beginnt Feuerkampf. Alles klar, so verstanden. Sam, auf Uhr gucken. Hab's mitgekriegt. Gut. Wir gehen geduckt langsam nach vorne. Wir gehen noch ein paar Meter nach vorne geduckt.
ich gebe die neue Entfernung. 200 Meter, 207 Meter. Feuerkampf beginnt in 30 Sekunden. Feuerüberfall in 10. Hä, what? 5. Und so, du darfst. Gibt's gar nicht. Den rechten hast du, oder? Nein. Auch nicht. Gut. Konnten nicht ausschalten, wir beginnen mit dem Vorrücken. Ja, wir haben noch einen. Gut, weiter, langsam. Einer steht. Wir gehen über Lagerfeuer anzügeln. Snow, du ziehst einfach nach. Der Rest kommt mit. Links ist raus. Sind gleich am Fass. Haben Sie schon am Lagerfeuer? Wie sieht's bei euch aus? Bekämpfe sind auf selber Höhe wie Fahrzeug. Jetzt habe ich den rechts doch getroffen. Ich glaube auch. Hinlegen. Deckung. Hinlegen. Ist der bewaffnet? Schießt auf Fahrzeug. Verstehe. Gut, wir machen Sprung an die Ecke da vorne. Wir machen Sprung an die Ecke. Und Sprung. Oh, du hinkst nach rechts. Samsung, du hinkst nach rechts. Bei mir vorhin erwähnt ist Durchbruch. So, verstanden. Warten, bis ihr an der Mauer seid. Ich hink nach rechts. Jetzt geht. Gut, mir folgen. Du von Vladimir, komm. Ja, wir haben Zielperson gefunden, komm. Vladimir hat Zielperson gefunden. Wir könnten noch versuchen, den schlechter zu fassen. Somit. Dringend kommt, Einsatz kurz fortsetzen, wir versuchen, schlechter zu fassen, komm. Sollen sich zur Evakuierungszone begeben? Also verstanden, Ende. Ja, sag ich Ihnen gleich. Dort vorne gleich rechts Durchbruch. Phoenix und Igel, wir sind machen das Schusslicht. Jawohl. Vladimir-Effekte, komm. Vladimir hört. Nachdem Sie Compound gesichert haben, begeben Sie sich mit Geisel zu Evakuierungspunkt, melden Sie sich dann, kommen. Wir begeben uns nach unserer Mission mit Geisel zum Evakuierungspunkt und melden uns dann nochmal, komm. Somit melden Sie auch selbstständig OPZ, dass Geisel gefunden wurde, Ende. Zeppelin für Vladimir, komm. Wie willst du eindringen? Rechtzeitig. Also nach rechts. Wir haben Zielperson gesichert im Südwesten. Gut. Kommen. Bereit? Bereit. Gut, dann. Bereit. Let's go. Kontakt. Mein Teiltrupp gegen links, mein Teiltrupp links. Links. Ja, bin getroffen und kann laufen. Ah, dieses Visier ist so rot.
Alle da? Gut, weiter. Scheune sichern. Ja. Kann aufmachen. Öffnet. Einer rechts, ist keiner. Willst du sichern? Frei zwischen den Strohhüsten. Ist gut? Bereit? Rechts vom Gebäude keine Kontakte. Alles klar. Ich muss dich mal verbinden. Sam, wo, wie weit seid ihr schon? Wir sind Höhe Scheune. Ja, wir sind Höhe Zielgebäude, warten bis wir euch kurz Kontakt haben. Jo, fertig. Gut, weiter. Gehen rechts ums Zielgebäude rum. Ja, wir gehen die Mauer entlang bis zum Eingang. Ziehen dann dort Stellung. Von euch aus gesehen, hinter Zielgebäude, markant Metalllagerhalle, waren vorhin zwei Schützen davor. Kontakt über dem Gebäude direkt voraus, 90 Grad. Ja. Das ist eine bewaffnete Person. Wir bewegen uns Richtung Zielgebäude. Bewegt sich, ja, wieder Kontakt. Hab's gesehen. Okay. Ist er draußen oder drin? Der sitzt halt anscheinend drin. Gut, wir gehen ins Gebäude rein. Achtung! Er ist rausgekommen, bekämpft. Gegenüber eigene, Vorsicht! Beim UAZ. Erster großer Raum gesichert. Geh hinten raus. Ja. Sieht gesichert aus. Gut, wir sind außerhalb. Wir gehen wieder rein. Nächstes Zielgebäude ist die große Metalllagerhalle. Ja. Ja, Plotosche hinter dir. Ja. Gehst du rein? Mach du auf. Ja, Zielperson. Haben Ausfall. Ausfall. Ey, liegen lassen, warten, wir kümmern uns danach. Achtung, über uns eventuell noch Kontakt. Ernsthaft? Jetzt? Hab ich schon erledigt, hab ich schon erledigt, hab ich schon erledigt. Sind wir da? Festnehmen. Ich weiß nicht, warum er dich hat. Oh wow, hinter uns. Der Wand. Okay, nichts sind schon. Ihre Gebäude-Ecken, werfe noch mal Blick oben hoch. Dato ist er. Denn schlechter? Sehr gut, wir schauen draußen kurz auf die Straße. Muss mich kurz verbinden. Sicherer Anbau. Hector für Vladimir, komm. Wir begeben uns jetzt zur Evakuierungszone ETA, ca. 20 Minuten kommen. So, mit Ende. Wir sichern den Haupteingang. Frage, sollen wir Haupteingang vermieden? Negativ. Haben wir Beweise oder sowas da noch, die wir aufheben können? Hm. Ja, die Stange da ist blutig. Ja. Vladimir Faktor, komm. Vladimir, hör, komm. Zur Info, wir haben den Schlechter, komm. Alles klar, so verstanden, Ender. Jetzt mal im Ernst, Wecker, wie? Gut. Ich nehme eine Kammer. Halt, komm, wie Fahrzeuge, die wir requirieren können? Prüf. Nein. Achtung, ich öffne die Tür. Eigentlich haben wir es jetzt. Sehe 2 Uhr, Z3. Gut, Plato Wecker bekommen. 2 Uhr, Z. 2 Uhr, Z. Moment, ich guck hier gerade durch. Ja, gut, ich bin nach oben und dann. Es sind sogar noch mehr Fahrzeuge, es sind mehr als genug. Alle abgeschlossen, sorry. Scheiße. In dem hier? Halt, kannst, Snow, kannst du mich mal nähen? Ja. Wenn du willst, eventuell das Fahrzeug am Feuer draußen könnte man prüfen und oder das Fahrzeug, das wir bekämpft haben. Das wäre aber nur eins. Dicker? Ja. Ich glaube, das Fahrzeug, das bekämpft ist, hat einen Platten. Jo. Ja, ich kann Reifen wechseln, beziehungsweise Igel kann. Alles klar.
Gut, dann alle Treffpunkt hier, großer Innenhof. Bitte sehr. Gut, Wecker, du bist verantwortlich für den Dude. Du nimmst ihn mit, Plato, du gibst ihm Feuerschutz, wenn was ist. Verstanden. Gut, dann alle da. Hast du Verluste, Verwundungen? Alles schon geheilt, repariert und zugetackert. Gut, dann begeben wir uns mal Richtung... Ist der VW offen? Nein, leider nein. Nein. Na, schade. Ja, den wollte ich auch haben. Na gut, müssen wir wohl zu Fuß vorrücken. Ja, oder halt die Fahrzeuge von vorhin, wenn wir Glück haben, aber... Ja, mal schauen. Wir gehen jetzt mal Richtung... diesen UAZ, den wir bekämpft haben. Und dann schauen wir weiter. Gut, mir nach. Soll ich jetzt aber einen Ersatzreifen mitnehmen? Ja, die werden schon welche haben vor Ort. Wie wär's eigentlich mit der ungesicherten Scheune? Die ist gesichert. Die ist gesichert von der Lage. Warum hast du eine Maske auf? Da UAZ bewegt sich noch? Ja, der Motor läuft. Er rutscht so halbtot über den Rasen, wenn nicht. Standkarte. Ja. Ist zu. Ja. Ah. Dann hüpf doch mal rein. Boah, das find's echt jetzt? Really? Bin ich gut. Aber der Sprit ist fast leer. Oh nein! Für die Bauern wird aber das reichen, oder? Ja, locker. Ich glaube, ich den Tank getroffen. Und ein bisschen mehr. Igel war's. Gut, mein Teil Truppstellung 6. 6. Ja, der Shuttle Server Disco. Er ist doch ein Benzinfass, kann man das nicht nehmen? Zum Auffüllen? Das hat vorhin noch gebrannt. Könnte jemand warm sein. Gut, wir machen so. Wie viele Leute passen da rein? 4, 5. Vielleicht sogar 6. Gut, mal den Gefangenen einladen. Da, vielleicht sollte erst einer einsteigen, sonst ist er nachher Fahrer. Ich mach das. Spreche aus Erfahrung. Jawohl. Spreche aus Erfahrung. Hector, hör auf Vladimir, komm. Hector hört. Status, Gott. Wir versuchen gerade einen fahrbaren Untersatz zu finden, Kevin. Ich beschütze Plato. Alles klar. Dann Wecker Plato einsteigen. Yes. Ich fahr. Ne. Eagle einsteigen. Das ist ja richtig. Ja, wir müssen den Aloysia Ivanov raus. Gut, Hulk einsteigen. Ja, ich fahre. Mensch. Nein, du fährst nicht, steig einfach rein. Ah, ne, ist voll, oder ne? Nein, ich kann jetzt nicht mal sagen, wo ich langfahren muss. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Ich kann dir nicht navigieren. Hä, da hat's immer noch Platz drin. Ja, dann ein Platz müsste noch da sein, ja. Zwei sogar. Das ist ein Clowns-Auto. Wie zwei, aber... Phoenix über die Mitte. Also los. Snow, Phoenix einsteigen. Bin geradeaus. Warte, Motor aus. Bist du alleine hier? Ich komm zu Fuß, ihr holt mich einfach. Nein, ja, ich bin drin. Einer kann noch. Wo soll denn der eine noch hin? Hier im Kofferraum. Ach, ich bin doch auch im Kofferraum. Ja. Vielleicht passt sogar noch einer rein. Gut, Hulk. Hulk. Ruhe. Schau auf die Karte. Ja, ich weiß, wo der E-Bike-Point ist. Nein, ich bewege mich auf dieser Linie zu Fuß. Warte, Linie, Fuß. Warte, ich mach nochmal. Kannst du nachzeichnen? Ihr wo, habt derzeitige? Derzeitige sind wir hier. Ja, da ist der Marker. Genau, und da bewegen wir uns. Bewege ich mich jetzt zu Fuß? Ihr holt mich unterwegs wieder ab. Ich sehe deinen Marker, warte, ich steig aus.
Mark hat sich bei mir nicht bewegt. So. Hier? Ja. Also, straight. Straight, ja. Einfach. Perfekt gezogen, die Linie. Ja? Gut. Dann bis gleich. Fahrer, du hast GPS? Ja. Ja. Da ist eine schöne schwarze Linie eingezeichnet. Ja, Busfahrer! Halt, gibst du noch OPZ durch? Ja. Wladimir für Hector. Wladimir, hört, komm. Wir nähern uns der LZ-Evakuierungszone aus Südosten in UAZ kommen. Sie nähern sich der LZ von Südosten, habe ich glaube ich so verstanden, in einem UAZ kommen. Richtig, Ende. Und ich laufe hier ganz alleine. Tütrü, tütrü, tütrü. Also Stefan, das Fahrzeug war nicht gut gewählt. Hast du es extra gemacht, dass ich nicht mitfahren kann? Ha, denkst du? Wladimir für Hector, komm. Wladimir hört, komm. Wir haben eigene Stellung bezogen auf Koordinate 066906 NumPad 1 bis ja, 5. Kommen. Lied macht nie das, was der Missionsfahrer will. Sie haben Stellung bezogen bei 066966 NumPad 0, kommen. Ja, positiv. Etwas südöstlich der LZ. Komm. Etwas südlich der oh, LZ. Komm. Bist du irre? Komm. Alles in Ordnung, Samsung. Ja, ja. Ist sie gut? Circa ja. 10 Minuten. Ja, ja. Geplant. Ja, das ja, geplant. Wäre ich nicht einen Schritt nach rechts. Ich bin nicht so gut im Autofahren als du. Hast du den Führerschein? Nicht so aus? Nein! Ja, also. Wo ich gerade meinen Führerschein mache, ja? Ich meine, das muss mir so gut sein. Ach, ich glaube, du schaffst es nicht. Oh, ups. Alles in Ordnung. Sam, einmal Tablet prüfen. Ja, Feindpatrouille? Ja, stationär. Dunkel sieht man halt so schlecht. Dann halten.
Ich weiß, wo ich halten muss. Ja, ja. Igel zu mir. Vermin das Fahrzeug. Jawohl. Gibt's kein Trinkgeld? Nein, du hast mich fast umgebracht. Sehe ich auch so, er fährt schlecht. Arto, der Befehl war, überfahr ihn. Nicht. Ich hab's versucht. Nicht, fast. Ne? Du weißt, was ich meine. Fahrzeug war mir. Ja, bis die anderen hier sind, können wir noch Eier krauen. Alle RIP. Fahrzeug ja, vermimint. Die Patrouille ist motorisiert, das heißt, sie hat ein UAZ dabei. Ja, schon zu spät. Hast du sie? Wo denn? Sünder angebracht. 190 Meter circa. Drahtzahl. Die Richtung, die ich zeige. 108. 108. Schützen ein Uhr Zeit, richtig? Ah ja, sehe ich. Ich vermute, das Fahrzeug ist auch abgeschlossen. Ja. Aber bevor die uns gefährlich werden könnte, unser DMR die rausholen. What? Du hast Schaufel dabei? Ja, fast jeder. Jeder. Aber Snow, was war am Anfang der Mission gesagt? Nur auf Befehl. Da hast du doch bevor in Stellung aufbauen. Richtung 108 Grad. Hast du gesagt? Oh. Hast du gesagt? Du hast die Erlaubnis. Hat die Erlaubnis? Jawohl. Dann guck mal nach rechts. Nice, nur guck mal nach rechts. Habe die Ehre, es braucht mir eine. Ja. Stellung aufbauen. Der Befehl wäre Schützengraben ausheben. Ja, okay, oder Stellung ausheben, ich verstehe schon. Nein, Schützengraben. Ich kann ihn gerne wieder entfernen. Stellung ausheben möchtest du nicht, weil das ist ab 1,60 Tiefe, glaube ich, eine Stellung. Das bist du aber dran mit Buddeln, vor allem mit dem Klappspaten. Sollen wir den anderen Taxi schicken? Die brauchen ja ewig. Ich kann gern wieder fahren. Nein. Wirklich, ich bin einen Schritt nach rechts und hätte er mich voll erwischt. Es war kalkuliert, so als wäre es. Genauso kompetent im Fahren wie im Fliegen, ja. Eigene sind unter einem Klick noch von uns entfernt. Soll ich schon mal Evac anfordern? Ja. Evac hat eine Minute Zeit. Bis hier. Aber dann müssen wir die Schützen definitiv rausnehmen, wenn der Heli hier landen soll, oder? Zeppelin für Hector, komm. Ja, das machen beide Gruppen Scharfschützen dann. Wie lange bräuchte der E-Wake zum Erreichen der LZ kommen? Nicht der Arm? Morphion. 2-3 Minuten, Sam, dann kann ich ihn schon reinrufen, ne? Sam? Ja. Also? Ich rufe den rein, 2-3 Minuten braucht er bis hierhin. Hast du Angst vor mir? Gut, dann fordern wir hiermit E-Wake an. Landezone wird mit IR-Granate markiert, kommen. Jetzt versteckt er sich hinter Moody. Krieg ich mal eine Endheilung? Pack! Na doch, ich hab noch eine. Puh! Wo ist Phoenix? Da. So mit der. Hä, du siehst doch grün aus, was fehlt ja, dir denn? Nee, ich wackel. Ah oh ja, der gute Impuls ist auch niedrig. Vladimir für Hector, kommen. Vladimir, komm! Wie ich sehe, brauchen Sie nicht mehr lange bis zur LZ. Wir haben bereits, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, Evac angefordert. Das heißt, wir erwarten Sie in 2 Minuten an der LZ, damit wir direkt aufsitzen können und weg hier. Ja, so verstanden können wir aber wahrscheinlich nicht umsetzen, da wir wahrscheinlich länger als 2 Minuten brauchen können. Wir wollen den Schützengraben. Ich glaube, Sie schaffen das. Da war er, mein Freund. Schon wieder? Wann? Eben gerade. Snow, die Ziele sind 300 Meter entfernt. Kannst du sie so treffen oder musst du einen Graben ausheben? Ja, ich treff die. Also ich treff Schützengraben ausheben! Doch. Nicht auf den Vogel hören. Befehl von Gruppenführer. Ausführung. Du bist nicht, du bist. Sam muss das sagen. Ja, Sam hat's gerade eben gesagt, du Held. Ich hab gefragt, ob er einen Graben ausheben muss, um sie zu treffen. Würden Sie bitte. Es wäre hilfreich, aber muss nicht. Wären Sie so gütig, einen Graben auszuheben, Mr. Snow, oder brechen Sie sich seinen Fingernagel ab?
Okay, der Fingernagel. Dato kann sich auch einfach mal für ihn bücken. Alles klar. Für nichts. Mensch, ja, wir hatten heute noch nicht so viel Kontakt, wa? Alter. Wäre echt doof, wenn ich so einen Querschläger treffen würde. In den letzten Minuten. Wäre auch blöd, wenn ich versehentlich 5 Morphium-Spritzen gleichzeitig aufmache und dir in den Hintern ramme. Ja, das glaube ich. Okay, dir traue ich nicht zu, ja. Jetzt hätt's markiert. Mit was? Die Air-Granate. Wo ich gern wissen würde, was passiert wäre, hätte ich dich voll K.O. getroffen, Samsung. Ich glaube, du wärst ein paar Meter geflogen. Kartoffel sind geschmiert. Der Hubschrauber wird in 30 Sekunden circa hier sein, du musst beide gleichzeitig ausschalten können. Sind mit IR-Granaten markiert, nicht dass sie uns abschießen kommen. Ich meine, ihr solltet die auch nochmal treffen können. Ansonsten war Unterstützung von Snow. Bereit machen für Feuerüberfall. Bereit. 300 Meter. 3, 2, 1, Feuer frei. Wer hat da Leuchtspur geladen? Ich nicht. Haben sich beide hingelegt, oder? Ne, der liegt jetzt raus. Der rechte ist nicht raus. Ihr könnt sonst auch den UAZ beschädigen. Ich hab noch eine HE, darf ich mich dran stellen? Sam, wir können den Schlechter schon mal aufladen. Positiv. Touchdown. Ist der jetzt bekämpft oder nicht? Ja. Ich würde sagen, die haben sich bloß hingelegt. Der Link ist definitiv raus. Ey, musst du nicht den Schlechter aufladen? Ja, klar. Wenn er Probleme hat, hat dafür Vladimir für Sie als Info, wir haben Sicht auf den Helikopter. Ende. Ich denke, ich habe ihn getroffen. Gut, graben zurück, buddeln. Eigene aus 2, 4, 5 Grad. Nicht mehr schützen. Eine Spur hinterlassen. Ja. Oh, Sam, ich glaube, wir können aufsetzen. Moment. Gut, wir begeben uns zum Hubschrauber. Aufsitzen. Lade ich hier sitzt auf. Ja. Mal sitzt auf. Hier sitzt auf. Wir sitzen. Gut, Hector aussitzen mit Ausnahme von Eagle. Du darfst mal sprengen. 6 sitzen. Sitzt auf. Eagle sprengen, aufsitzen. Jawohl. Oh, Eagle. Das war aber Fail. Steig ein. Fast 3. Aber wir müssen bei uns mal überall Licht. Eagle drin?
Ja. Hulk? Gut, Pilot, let's go. Ja, Tiber Ludlow. Wenn das eine Panzerabwehrmine gewesen sein soll, dann ist das aber eine sehr schlechte Panzerabwehrmine gewesen. Oh, wir haben ja noch einen Gast. Na, wir haben einmal den Schlechter und die, unsere Geisel. Eine lebendig. Microphone muted. Danke fürs Zuschauen. Hoffentlich schaut in der 6 mal ein. Hoffentlich morgen. Morgen streame ich auch. Gute Arbeit. Tschüss.